Gott ist Gemeinschaft. Ja, richtig, Gott ist selber schon eine Gemeinschaft. Das nämlich, sagt der ein bisschen komisch theologisch, philosophisch Begriff Trinität. Das ist so ein bisschen etwas Abstraktes. Aber Gott selber ist nicht abstrakt, sondern er ist Gemeinschaft. Darum sind wir nicht unbedingt so Monotheisten, wie man sonst in einem Aufwisch sagt. Ja, das sind die drei monotheistischen Religionen, die Juden, Moslem, Christen. Das stimmt nicht so ganz. Allerdings würde ich jetzt nicht als Alternative sagen, ja, also da sind wir halt Polytheisten, das sind die, die viele Götterei haben, wie zum Beispiel in Indien, wo es aber Tausende von Gottheiten gibt. Nicht selten erinnert man sich dann nachher an Olymp, wo Götter ja selber auch Streit hatten und dementsprechend auch das Bodenpersonal auf der Erde. Das führt zu Streit und strengen Monotheismus führt eben auch zu Abgrenzung, zu Unterwerfung. Das kennt ja unsere Kirchengeschichte. Der einzige Gott ist auch der einsame Gott. Er ist auch ein monolithischer, langweiliger Gott. Es ist so ein rigides Vis-à-vis von Gott und Mensch. Und wer immer schon im Alten Testament von den Juden das höre Israel, der Herr ist ein Gott, wer das hat zahlenmässig verstanden, das sind dann genau die gleichen Leute, die Jesus den Prozess gemacht haben, weil sie mit so viel Leben nicht zu Gang gekommen sind, wo doch Jesus kurz vor seinem Tod hat gesagt, auf dass sie alle eins seien, wie wir eins sind. Und da hat man ja schon gesehen aus ihrer Aussage, wie er Einheit hat verstanden und offenbart, nämlich Gott ist nicht zahlenmässig eins, sondern er ist eine Einheit, er ist eine Gemeinschaft in Einheit. Wenn ich jetzt also müsste um einen K-Baum tanzen, so um einen Monolith herum, oder wenn ich müsste so ein insteigehauenes Gesetz als Prinzip und das Höchste von Gott anschauen, wie es in diesem jüdischen Verständnis der Fall ist, so möchte ich doch noch bald lieber einen indischen Polytheist sein. Da läuft wenigstens ein bisschen etwas. Aber das sind wir natürlich nicht. Wenn wir Jesus gut zuhören, sagt er ja, dass sie eins seien, wie wir eins sind. Und ich möchte es noch mal zusammenfassen. Das ist eben der Vatergott, der Schöpfergott. Und nachher auf der anderen Seite das Gen von ihm, das Wort, das in die Welt hineinkommt, durch einen dünnen Spalt in Bethlehem, durch eine Krippe kommt er in die Welt hinein. Und faltet nachher die Sicht, die wir haben von Gott haben können, und der Heilige Geist, der uns dann hilft, Schritt für Schritt das nachzuvollziehen. Ohne dass die drei eins wären, würde gar nichts geschehen, wäre gar nichts möglich für uns. Wir könnten gar kein Heil irgendeiner Art ergreifen oder geschenkt bekommen. Der ein und einzige Gott, numerisch aufgefasst, monotheistisch verstanden, hat natürlich auch etwas Bestechendes, hat natürlich grosse Kräfte entwickeln können. Menschen können in eine Gleichförmigkeit hineinbringen. Religionspolitisch sind das grosse Blöcke geworden, haben ganze Welten missioniert. Aber wenn man sich fragt, jetzt eben nicht durch Unterwerfung, nicht durch Schwert, nicht durch Befehle, wenn man sich fragt, welcher Gott hat ohne all das eine ganze Menschheit erreichen können, dann sehen wir etwas ganz anderes. Das ist der Gott, der Gegensätze kann überbrücken, wo schon in sich die grössten möglichen Gegensätze versöhnt und zusammenbringt, nämlich eben der Vater, der mächtige Gott, der Sohn, der in die Welt hineinkommt, der Heilige Geist, der die Aufbauarbeit macht, der Gott, der nachher Jünger hat berufen, der weiter auseinander nicht hätte können sein als jetzt der Zelot. Früher waren das Terroristen, oder Petrus, ein Fischer, oder Johannes, ein halbwegs Gelehrter. Er hätte sie zu einer Einheit zusammenbringen. Nur ein solcher Gott, der selber Gemeinschaft ist und Grenzen überschreitet, kann er in dieser Welt auch Gemeinschaft gründen und Grenzen überschreiten. Du ewiger Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist, du väterlicher, du mütterlicher und brüderlicher Gott, wenn wir so in die Runde hineinschauen, wer sich alles bei dir eingefunden hat, wer alles dir nachgefolgt ist, wer sich alles von dir erlösen lassen und versöhnen lassen, dann sehen wir, Welten sind zusammengekommen, Völker, Arme, Reiche. Das hast du können durch die eine starke Botschaft, die ausgeht aus ihrer Einheit, die du selber lebst und die du reingetragen hast in unsere zerrissene Welt, in unsere zerstückelte Menschheit, in unsere zerstrittenen Umfelder, wo wir drin leben. Und wir danken, dass du uns inspirierst. Schon wenn wir sagen, wir lieben dich, der Vater, Sohn, der Heilige Geist, dann haben wir schon einen grossen Schritt gemacht. Dann haben wir schon viel verstanden von dieser Gemeinschaft, von dieser Einheit, wo wir dazu berufen sind. Amen.